Bist du im unteren Rücken verspannt oder leidest du unter Schlafstörungen oder Angstzuständen? Dann haben deine Nieren ein Problem. In diesem Kurs aktivieren wir Hormone, die deine Nieren bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Und am Ende des Kurses wirst du dich geerdet und belebt fühlen. Mein Name ist Nicole und ich bin Ayur-Yoga-Expertin. Und wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und klick auf die Glocke. In der Rückenlage ziehe beide Beine zu dir ran, greife sie und atme tief in den Bauch ein und aus. Einatmend, komm nur nach oben, halte und komm in den Feueratem. Der Atem, der am meisten entgiftet. Komm nun wieder in die Rückenlage, bring die Hände neben deinen Po und stell die Füße auf. Hüftbreit. Einatmend geh ins Hohlkreuz und ausatmend spring den unteren Rücken auf den Boden. Tiefer Atem. Mit dem nächsten Einatmen roll dich auf und ausatmend bring deine rechte Seite nach unten und dann die linke im Wechsel. Achte darauf, dass die Knie bleiben, wo sie sind und die Bewegung nur aus deinem Becken entsteht. Mal in die Mitte kommen, die Hände, wenn du möchtest, unter den Körper und tief in den Bauch atmen oder wieder in den Feueratem kommen. Das, was dir gut tut. Den nächsten Einatmen nochmal hoch und mit dem Ausatmen roll dich nach unten. Bring die Beine zu deinem Bauch und roll dich auf. Wieder zurück. Und wieder auf. Strecke nun die Beine aus. Roll dich wieder zurück. Zieh die Beine ran. Einatmend, komm nach vorne. Ausatmend, roll dich zurück. Einatmend, komm nach oben. Nun bleibe oben und bring, wenn das dein Rücken mag, die Hände auf den Rücken. Ansonsten lass sie vorne. Atme in deine Nieren tief ein und aus. Verbinde dich mit deinen Nieren. Einatmend, komm nach oben, die Arme vor dem Körper. Und du beginnst eine Art Ruderbewegung. Bei einer Bewegung atme ein und bei einer aus. Kommst dann wieder in die Mitte zurück. Stellst die Beine auf, hebst das Becken nach oben, so weit du kannst. Und wenn dein Hals das mag, bring ihn nach hinten. Feueratem oder tiefer Bauchatem. Wähle selber, was dir heute gut tut. Der Po ist schön weit oben. Mit dem nächsten Einatmen hol dir den Kopf zurück und ausatmend setz dich nach unten. Bring die Hände neben deine Hüfte. Jetzt komm wieder zurück in die Tischposition und komm wieder in den Sitz. Wenn dein Hals es mag, nimm ihn mit, den Kopf, ansonsten lass ihn auf deiner Brust. Den Meditationssitz bringst du die Hände wieder auf die Nieren und verbindest dich erneut mit tiefen Atemzügen, mit diesen wunderbaren Organen. Kannst auch Licht hineinschicken oder die Wahrnehmung liebevoll halten. Jetzt, du sitzt ja noch im Meditationssitz, ich drehe mich ein bisschen. Bring die Hände nach vorne und streck den Zeigefinger und den Mittelfinger aus. Einatmend, schieb jetzt einen Arm nach vorne und aus, bring ihn wieder zurück. Das ist jetzt kein Feueratem, es ist ein tiefer Atem, recht schnell. Dreh den Oberkörper, schließ die Augen. Genieße. Ein bisschen Lächeln ist immer gut.
Jetzt atme ein, bring die Arme nach oben, halte und ausatmen, neige dich zur Seite. Kopf geht nach oben und du atmest tief in die Flanken. Weiter im Rippenbereich, dann wechsel zur anderen Seite. Erde dich gut über den Sitz, damit der untere Bereich gedehnt wird und bring viel Atem hinein. Ein- und ausatmen. Verhakel jetzt deine kleinen Finger, die Daumen zeigen nach oben. Du gibst Zug auf die Unterarme. Komm in den Feueratem und konzentriere dich auf das Augenbrauenzentrum. Deine Nieren lieben jetzt diese Sequenz, diesen Feueratem mit diesem Handmudra. Atme ein, halte kurz und dann atme aus. Die zweite Sequenz, du machst eine Schale mit den Händen, Daumen berühren sich und dein Mund macht ein O. Atme jetzt tief ein und aus. Diese Sequenz wirkt auf die andere Nierenseite. Atme kräftig. Auch hier gerne die Augen geschlossen. Atme nun ein, halte, verteile diese kühlende Energie im Körper und wenn dir danach ist, atme durch die Nase oder den Mund aus. Genieße. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.